Achtsamkeitstipp Nummer 5. Vergänglichkeit. Wir werden alle sterben. Mir fallen die Haare aus, andere müssen sich die Nägel schneiden. Auf jeden Fall, alles ändert sich, alles vergeht, auch die Blumen zerfallen. Wir haben keine Chance, unsere Zukunft zu planen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Prioritäten heute leben. Was ist mir wirklich wichtig? Habe ich meine Beziehung zu Menschen in Ordnung gebracht? Wenn ich heute sterbe, bin ich wirklich darauf vorbereitet? Achtsamkeit heißt, die Prioritäten zu nehmen, aber nicht daran festzuhalten. Wenn ich glaube, ich kann irgendetwas mit Gewalt durchsetzen, wird es sich auflösen. Und deswegen brauchen wir dazu Vertrauen. Wir haben Vertrauen, dass alles kommt und geht in seiner richtigen Ordnung. Und dieses Vertrauen bedeutet, so wie ich atme, so kann ich mit der Vergänglichkeit umgehen, denn jeder Atemzug vergeht.